Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Lecture Kapitalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Es ist die erste Veranstaltung zu unserem Thema 2018, die Zukunft des Kapitalismus, eine Vision. Der englische Titel The Multiple Futures of Capitalism trifft vielleicht in seiner Aussage noch besser die dahinterliegende Idee. Angesichts der technologischen und auch der gesellschaftlichen Entwicklungen sind viele zukünftige Formen unseres Wirtschaftssystems denkbar. Selbst das vollkommene Scheitern wird in Betracht gezogen. Krisen in der Finanzwirtschaft, hohe Staatsverschuldung, durch die Nullzinspolitik aufgeblähte Preise von Sachwerten, wackeliges Bankensystem, wie zum Beispiel in Italien einerseits, und vor allem das Phänomen Digitalisierung andererseits, werden als Bedrohung angesehen. Aber ist die Welt tatsächlich schlechter, als sie früher war? Steht es wirklich so schlecht mit dem Kapitalismus, wenn man die Welt als Gesamtheit betrachtet? Befindet sich der Kapitalismus in der Krise? Wie sieht die Entwicklungslinie Amerikas und der Welt aus, wenn man menschliches Wohlergehen über die Jahrhunderte hinweg betrachtet? Die Welt ist heute 100-mal wohlhabender als vor 200 Jahren. Wichtig dabei ist, dass der Wohlstand gleichmäßiger über Länder und Schichten verteilt ist. Laut Steven Pinker werden verheerende Hungersnöte immer seltener und auch der Kampf gegen Unterernährung macht Fortschritte. Zwar nimmt in den entwickelten Ländern die Ungleichheit zu, wichtig ist aber, dass die Armut sich nicht vermehrt. Schauen wir aufs Bildungswesen. Vor 200 Jahren konnten 12% der Weltbevölkerung lesen und schreiben. Heute sind es 83%, Tendenz weiter steigend. Bessere Bildung, Wohlstand, Gesundheit haben die Weltbevölkerung um durchschnittlich 30 IQ-Punkte klüger gemacht. In China beobachten wir eine Abkehr vom Kommunismus hin zum Kapitalismus. Sein Staatskapitalismus ist ein Modell im digitalen Bereich. Die großen Amerikaner Google, Apple, Amazon, Facebook haben Respekt vor Baidu, Alibaba und Tencent, WeChat. China ist dabei, die führende Ökonomie der Welt zu werden. Auch das ist ein Zeichen, dass etwas am kapitalistischen System richtig sein muss. Doch sicherlich ist nicht alles richtig. Wir wollen, Convoco will, dieses Jahr darüber nachdenken, wie sich der Kapitalismus wandeln muss, damit er weiterhin ein erfolgreiches Modell für unsere Gesellschaft bleibt. Bewusst haben wir das Wort Kapitalismus gewählt. Es ist ideologisch besetzt und fordert in dem Moment, in dem man es hört, zum Widerspruch auf. Bei unserem Thema geht es darum, neue Ansätze zu entwickeln, wie noch mehr Menschen am Kapitalismus partizipieren können und von ihm profitieren. Wem der Begriff Kapitalismus zu ideologisch besetzt ist, kann ihn durch die wertfreie Bezeichnung Marktwirtschaft ersetzen. Klassisch definiert bedeutet Kapitalismus die radikale Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes. Angesichts der vielen staatlichen Eingriffe in den Markt könnte man auf die Idee kommen, dass wir heute überhaupt keinen Kapitalismus mehr haben. Vielleicht könnte die Antwort am Ende des Convoco-Jahres lauten: zurück zu einem reineren, echteren Kapitalismus. Auch das ist zu diskutieren. Kennzeichen des Kapitalismus ist die Anhäufung von Kapital in der Hand Privater. Karl Marx, den man in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen darf, sah darin ein Wiederaufkommen der Feudalherrschaft. Denn obwohl ein Arbeiter im kapitalistischen System die Freiheit hat, zu wählen, für wen er arbeitet,
hat er keinen Anteil in den meisten Fällen an den Produktionsmitteln. Diese liegen in der Hand einiger weniger. Über die vergangenen Jahrzehnte allerdings hat die Sicht sich gewandelt. In den Augen von Max Weber zum Beispiel unterscheidet sich ein moderner Kapitalismus deutlich von den Vorstellungen Marx. Weber beschreibt ihn als rationales Unterfangen, das nach formalen Gesetzen wie den Gesetzen des Marktes verläuft und alle Menschen einschließt. Dass wir heute mit einer Welt konfrontiert sind, die sich angesichts der technologischen Entwicklungen schneller denn je verändert, ist jedem bewusst. Die Frage ist, wie sich diese technologischen Entwicklungen auf die Marktwirtschaft auswirken. Daher eröffnen wir dieses Jahr mit dem Thema Kapitalismus im Zeitalter der Digitalisierung. Im Prinzip soll unsere Wirtschaft durch neue Technologien wachsen. So war es immer in der Vergangenheit. Und so sollte es auch durch den effizienteren Gebrauch von digitalen Netzwerken sein. Im Moment allerdings beschäftigt die Frage, was passiert am Arbeitsmarkt? Wie verändert sich Arbeit? Werden wirklich 50% der Arbeitsplätze in den USA durch künstliche Intelligenz wegfallen? Die Antwort kennt niemand. Sicherlich werden Arbeitsplätze vernichtet. Aber es werden gleichzeitig neue, andere, heute noch nicht vorstellbare Industrien entstehen. Das kann man mit Sicherheit vorhersagen. Schauen wir in die Geschichte. Was ist nach der Erfindung des Automobils passiert? Ja, es kam zu einer Rezession in der Landwirtschaft, da die Zahl der Pferde rapide abgenommen hat und das vernichtete das Vermögen vieler amerikanischer Bauern. Am Ende betraf dies die gesamte amerikanische Wirtschaft. Dann aber gab es unzählige positive Effekte. Zum Beispiel entstand der völlig neue Zweig der Verbraucherkredite, da das Auto plötzlich durch die Massenproduktion für den Normalverbraucher erschwinglich wurde. Am Ende sollte die Wirtschaft durch technologische Entwicklungen wachsen. Digitale Netzwerke wären eigentlich der ideale Nährboden für einen positiven Kapitalismus, der für alle zu mehr Wohlstand führt. Sie sind dezentralisiert und können Informationen schnell verbreiten. Allerdings lässt sich beobachten, dass Digital Networking bisher jede unserer Industrien schwächt, angefangen bei den Medien über die Medizin bis hin zur Industriefertigung. Lassen Sie mich anhand von zwei Beispielen verdeutlichen, wie es dazu kommt. Die Anleger an der Börse bewerten $1 Umsatz des Online-Händlers Amazon ungefähr mit $3,50. Für den Einzelhandelskonzern Walmart hingegen sind es nur 68 Cent. $1 Umsatz wird für Amazon also als fast fünfmal so wertvoll angesehen wie für Walmart. Und das, obwohl Umsatz, Gewinn und Marge von Walmart wesentlich höher sind. Dieses Phänomen hat mit dem Wert der Daten zu tun. Amazon hat viel mehr Daten seiner Kunden und setzt diese auch ganz anders ein. Instagram ist nicht Milliarden von Dollar wert, weil es irgendetwas Außergewöhnliches produziert. Sein Wert kommt vielmehr dadurch zustande, dass Millionen von Nutzern zum Netzwerk beitragen, ohne dafür bezahlt zu werden. Netzwerke werden erst dadurch wertvoll, dass eine große Anzahl von Menschen sich an ihnen beteiligt. Das ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Von diesem Wert allerdings profitiert nur eine kleine Gruppe. Hier wird man schnell an Marx' Befürchtung einer
einer Feudalherrschaft erinnert. Reichtum zentralisiert sich immer mehr. Dies beschränkt das wirtschaftliche Wachstum insgesamt. Wir sehen, dass große Vermögen entstehen, während gleichzeitig die Wirtschaft nicht wächst, sondern sich zusammenzieht. Es ist festzustellen, dass sowohl die Kapitalquote wie die Lohnquote zurückgehen. Das ist ein Phänomen, das es eigentlich nicht geben kann. Wir als Verbraucher und Nutzer wollen kostenlose Online-Erfahrungen. Dafür nehmen wir in Kauf, dass wir die Daten, die wir liefern, nicht bezahlt werden. Wir sind konfrontiert mit einer Konzentration von Daten und damit mit einer Konzentration von Reichtum und Macht. Grundsätzlich müssen wir uns aber klar machen, dass Kapitalismus nur funktioniert, wenn es genug erfolgreiche Menschen gibt, die weiterhin Konsumenten sein können. Und zwar in dem Sinn, dass sie wirtschaftliche Angebote in Lebensformen transzendieren und dadurch von Bewohnern zu Bürgern werden. Es ist daher zentral für eine stabile Marktwirtschaft, dass es eine breite Mittelschicht gibt. Hier ist zu überlegen, ob man von der Existenz der Mittelschicht einfach ausgehen kann oder ob man das Bestehenbleiben einer Mittelschicht fördern muss. Muss man etwas aktiv dazu tun, dass sie entsteht und bestehen bleibt? Großer Reichtum ist dauerhaft. Er geht von Generation zu Generation über. Dasselbe gilt leider für Armut. Zweifelhaft ist aber, ob dies auch für den Bestand einer Mittelschicht gilt. Dabei zu beachten ist, dass wenn die Arbeiter und Mittelschicht statisch bleiben und nur die Oberschicht sich weiterentwickelt, es zu Situationen kommen kann, die zu Revolutionen führen, wie von Marx beschrieben. Fehlende soziale Mobilität verursacht Statik und diese führt zum Aufbegehren. Natürlich stehen wir heute nicht vor einer Revolution. Allerdings beobachten wir Phänomene wie aufkommenden Nationalismus, Populismus und Extremismus. In den USA zum Beispiel ist die Mittelschicht stark rückläufig. Wir sehen immer mehr die Struktur "The winner takes it all". Zu überlegen ist also, ob die Netzwerktechnologie den Kapitalismus besser oder schlechter macht. Die große Frage beim Puzzle der Marktwirtschaft ist, wie organisch ein Wohlstand entstehen kann, der die Mittelschicht unterstützt und nicht nur zu größerem Reichtum einiger weniger führt. Das Kennzeichen von Märkten ist die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung. In Märkten fließen Informationen von jedem zu jedem. Im Moment sieht es jedoch so aus, als ob der Einzelne ausspioniert wird, ohne eine Kompensation dafür zu bekommen, dass von ihm seine Daten abgeschöpft werden. Das Schlagwort hier ist Disruption. Die digitale Netzwerktechnologie unterminiert die moderne Idee von Märkten und Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft sollte jeden im Blick haben, der zur Wertschätzung beiträgt. Dadurch wird Kapitalismus echter und wahrer. Es muss erreicht werden, dass jeder Einzelne der wirtschaftliche Besitzer seiner Daten ist. Der Internetphilosoph Jérôme Lanier spricht in diesem Zusammenhang von einer Welt, in der es eine digitale Würde gibt. Ziel sollte es sein, dass in dem Moment, in dem der Einzelne durch seine Daten einen wirtschaftlichen Beitrag leistet,
er an der Wertschätzung teilhat. Es muss eine Gegenleistung geben, denkbar zum Beispiel in Form einer Nanozahlung. Dadurch werden Menschen motiviert und auch dafür belohnt, dass sie zur Datenwirtschaft beitragen. Ich hatte kürzlich das große Privileg, Tim Berners-Lee kennenzulernen. Er gilt als der Erfinder des World Wide Web und ist Professor am MIT. Er hat mir erzählt, dass er an einer Technologie arbeitet, die gewährleistet, dass jeder Herr seiner Daten ist, in dem Sinn, dass auch dem Einzelnen der Nutzen seiner Daten zukommt. Nicht nur den Unternehmen, wie es heute der Fall ist. Der Einzelne soll genauso wie die Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Daten zu besseren Erkenntnissen und Entscheidungen kommen. Da es leider noch nicht so weit ist, gibt es bereits Ansätze zum Data Sharing, die aber noch sehr unbefriedigend sind. Ab 2018 zum Beispiel gibt es in der EU die Pflicht der Banken, Kundendaten an Konkurrenten zu geben. Im Moment werden wir dem modernen Kapitalismus nicht gerecht. Die Datenökonomie führt vielmehr zu einer neuen Form von Feudalismus. Es kommt zur Machtkonzentration in der Hand einiger weniger, die über die Daten verfügen. Der MIT-Professor David Autor spricht von sogenannten Superstar-Firms. Diese erwirtschaften in der Geschichte noch nie dagewesene Profite. 2015 waren nur 6 Aktien für den Anstieg des Nasdaq verantwortlich. 5 davon sind Superstar-Firms: Google, Apple, Amazon, Facebook und Netflix. Der Börsenwert von Google, Apple, Amazon und Facebook entsprach 2008 dem Bruttosozialprodukt von Polen. 2017 hat der Börsenwert der 4 Unternehmen bereits das von Indien überholt. Es gibt weltweit nur 6 Länder, deren Bruttosozialprodukt höher ist als der Börsenwert dieser 4 Unternehmen. Es wird viel über diese Konzentration von Macht gestritten. Glücklicherweise sind die 4 Unternehmen Konkurrenten und man kann nur hoffen, dass sie sich gegenseitig kontrollieren. Eine Ökonomie ist wie eine Kosmologie. Ein wachsender Markt ist wie ein wachsendes Universum. Wachstum ist notwendig in einem gesunden Markt. Statische oder sogar sich zusammenziehende Ökonomien veranlassen Menschen dazu, grausam und egoistisch zu werden, da der Verteilungskampf zunimmt. Im vergangenen Jahr haben wir mit Convoco über das Bonum Commune, das Gemeinwohl, diskutiert. Zentraler Gedanke war dabei, wie wichtig die Gemeinschaft für das gesellschaftliche Wohlergehen ist. Das Zusammenwirken von Menschen mit Hilfe von gigantischen Computernetzwerken muss zu mehr Wohlstand für die Menschen insgesamt führen. Das sollte heute das Ziel sein unserer Marktwirtschaft. Wie wir unter Umständen dahin kommen, diskutieren heute Professor Clemens Fuß, Leiter des IFO-Instituts, und Professor Viktor Meyer-Schönberger vom Oxford Internet Institut. Herzlich willkommen, Herr Professor Fuß. Herzlich willkommen, Viktor Meyer-Schönberger. Ich freue mich. Viktor Meyer-Schönberger, meine Damen und Herren, hat gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht, das Digital. In diesem sagt er am Ende, dass dank Datenreichtum unsere Zukunft persönlicher, effizienter und nachhaltiger und vor allem gemeinschaftlicher wird. Lassen Sie uns daran arbeiten. Danke.